Hier beobachten wir die Schwingung eines Fadenpendels. Der Faden hat eine Länge von 68 cm und unten hängt ein Ball. Wenn man ihn auslenkt um ungefähr 15 cm, dann führt er diese Schwingung aus. Hier ist die Auslenkung als Funktion der Zeit gezeigt, mit dem Auf und Ab. Wenn man die Messdaten, hier diese blauen Punkte, etwas genauer ansieht, dann stellt man fest, dass sie in sehr, sehr guter Näherung durch eine Sinusfunktion beschrieben werden können. Für die Sinuskurve wurde dabei eine Kreisfrequenz Omega verwendet, wie sie von der Theorie hervorgesagt wird. Omega ist Wurzel g durch L mit der Erdbeschleunigung g und der Fadenlänge, wie hier im Experiment. Durch Reibung wird die Kugel irgendwann zum Stillstand kommen. Und das kann man verstärken, wenn man ein kleines Stück Papier anhängt. Die Luft führt dazu, dass die Schwingung gedämpft wird. Wenn man die Auslenkung als Funktion der Zeit aufträgt, ist das leicht zu erkennen. Die Amplitude nimmt ab. Überraschend dabei ist, dass die Frequenz oder die Schwingungsdauer dabei unabhängig ist von der Dämpfung. Wenn man die maximale Amplitude als Funktion der Zeit aufträgt, dann sieht man, dass die Dämpfung zu einem schnelleren Abfall führt. Dieser Abfall ist in guter Näherung als Exponentialfunktion zu beschreiben. Alles Weitere in den Kapiteln zu Schwingungen und Wellen.